So. Herzlich willkommen zu Zongos Welt TV, zur letzten Sendung 2019 und gleichzeitig zur ersten Sendung 2020. Und ich wollte auch noch für sich diese Neujahrsansprache, die traditionelle Neujahrsansprache, wollte ich heuer gern so machen, dass ich echt ein wahnsinniges Kapitel aus Furious Karl vorlese, Furious Karl, King of Gibbs, aber ich habe jetzt leider mit Schrecken erkannt, dass ich sämtliche Bücher, die ich da gehabt habe, in der Wohnung verschickt habe. Ich habe jetzt keins da. Das heißt, ich muss dann zum Bestseller, muss man wieder eins holen. Dann wird dieses Kapitel, das ich da vorgesehen habe, natürlich nachgetragen. Und jetzt mache ich einfach aus der Not eine Tugend und ich lese euch ein Kapitel vor von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern, Berufe aus vergangenen Zeiten, erschienen im Bertelsmann Verlag von der Michaela Fieser und Irmela Schautz. Und ich meine, dieses Kapitel von den Abtrittanbietern, das ist einfach so wahnsinnig, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Und das hat jetzt mit Motorradfahren in erster Instanz nicht wahnsinnig viel zu tun, obwohl das natürlich schon auch Motorradfahrer betrifft. Aber warum ich das heute als sehr passend empfinde, es ist ein bisschen ein ordinäres Thema, aber ich empfinde es trotzdem als sehr passend, weil es einerseits durchaus eine sehr heitere Note hat und andererseits ist es halt so, dass man halt sehr, sehr viel als gegeben hinnimmt, wo man sagt, es ist selbstverständlich, aber es ist nicht alles selbstverständlich, was wir heute alles haben. So, und jetzt der Abtrittanbieter. Kennzeichen, langer Mantel, zwei Eimer, starker Geruch. Aktive Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts. Am 9. Oktober 1694 schrieb Liselotte von der Pfalz, Herzogin von Orléans aus Fontainebleau. Sie sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen zu können, wann Sie wollen. Scheißen Sie also nach Belieben. Wir sind hier nicht in derselben Lage. Hier bin ich verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum Abend aufzuheben. Es gibt nämlich keinen Leibstuhl in den Häusern an der Waldseite. Ich habe das Pech, eines davon zu bewohnen und darum den Kummer, hinausgehen zu müssen, wenn ich scheißen will. Das ärgert mich, weil ich bequem scheißen möchte und ich scheiße nicht bequem, wenn sich mein Arsch nicht hinsetzen kann. Die Briefe der Herzogin mögen aus der heutigen Sicht zwar ordinär klingen, für ihre Zeitgenossen waren sie nur ehrlich. Friedrich Schiller lobte die Autorin sogar, da sie die Wahrheit so hüllenlos darstellte. Sein dichterisches Schamgefühl wurde dabei nicht verletzt. Praktisch wie auch sprachlich durfte man, wie wir selbst von Goethe wissen, furzen, rülpsen und scheißen. Heute verlässt man dazu besser den Raum und spricht nur im Wandschrank davon. Viel frappierender an dieser Passage aus der Korrespondenz der Herzogin ist aber, dass sie vermuten lässt, es habe in Fontainebleau keine Toilette gegeben. Und tatsächlich, selbst das Prachtschloss Versailles blieb von solchen Gemächern verschont. Man saß stattdessen, falls vorhanden, auf edel verzierten Nachtstühlen, die die Dienerschaft untertänigst entleerte oder erleichterte sich in Ecken und in Tapisserien. Im gesamten 17. Jahrhundert nahm auch in besseren Kreisen
niemand Anstoß an diesen Gewohnheiten. Sogar Audienzen wurden abgehalten, bei denen man gemeinsam auf dem Nachtstuhl saß und sich nach Lust und Laune dem verbalen oder analen Geschäft hingab. Also interessante Meetings. Beim einfachen Volk zählten Parkidyllen, enge Gassen, Flussufer und dunkle Ecken zu den beliebteren Orten, um sich zu erleichtern. Casanova berichtet: Wir setzten unseren Spaziergang fort, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, und sprachen von Literatur und allerlei Gebräuchen. Plötzlich bemerkte ich in der Nähe von Buckingham House zu meiner Linken im Gebüsch 5 oder 6 Personen, die ein dringendes Bedürfnis verrichteten und dabei den Vorübergehenden den Hintern zukehrten. Toiletten in Häusern, das hatten Ägypter und Römer vor der Zeitenwende, nicht aber die Londoner, Berliner oder Pariser der industriellen oder politischen Revolution. Fortschritt, so wurde eine Satire aus dem Satiremagazin Kladderadatsch von 1852 betitelt, herrsche alltäglich zur Mittagszeit in den Straßen Bremens, wenn nämlich alle Nachttöpfe der Stadt vor den Häusern standen, bereit von einem Fahrdienst abgeholt zu werden. Den Fortschritt erkenne man an den wegeilenden Bürgern. Der Gestank muss bestialisch gewesen sein. Im alten Rom soll es 144 öffentliche Latrinen und 116 Bissstände an der Stadtmauer gegeben haben. Ein Spruch, der in einer solchen römischen Prachtlatrine gefunden wurde, lautet: Cacator cave malum, auci contempseris habeas jovem iratum. Übersetzt: Hüte dich, auf die Straße zu kacken, sonst wird dich Jupiters Zorn treffen. In dem Zusammenhang irgendwie ganz lustig ist, dass das Wort kacken offensichtlich aus dem Lateinischen kommt. Cacator cave malum. Haha, Satraum. Okay. Die Kultur der öffentlichen Pissoirs ging zusammen mit den Römern unter. Es kam das Mittelalter, es kam die Neuzeit. Die Sitten verrohten, die Städte wuchsen, das Gedränge wurde dichter, Krankheiten kursierten. Aller kondensierte Lavendelduft Südfrankreichs in Flakons an Gürteln, ins Haar gesprüht, mit Fächern gewedelt und auf Kissen verteilt, half nicht gegen die bestialischen Gerüche, die durch die überfüllten Städte waberten. Die Menschen flüchteten und fluchten zwischen Pesthauch und Blütenduft. Es galt, etwas zu unternehmen. Anhänger eines besonders schlauen Gedankengangs im 18. Jahrhundert empfahlen, die mangelnde Hygiene durch eine relativ einfache Maßnahme auszugleichen. Die Atmosphäre, so glaubte man, würde durch Erschütterungen von Glocken oder Geschützen desinfiziert. Die Unruhe, die hierbei erzeugt wurde, reinige die Luft von allem Übel. Selbst Sümpfe, so riet ein gewisser Monsieur Baum, könne man verminen, um sie von ihren krankheitsfördernden Dämpfen zu säubern. Kirchen, die wegen des Leichengestanks der in den Kellern verwesenden Körper nicht mehr messefähig waren, wurden mit Schießpulver in die Luft gejagt. Das Ende des stillen Örtchens. Zeitgleich krempelten in Bayreuth die Amtsinhaber ihre Hemdsärmel hoch und verfassten 1797 die erste behördliche Verordnung zur Einhaltung der öffentlichen Reinlichkeit. Soll sich hinfür niemand unterfangen, weder bei Tag noch Nacht, an öffentlichen Plätzen, an Häusern, in den Hausplätzen, hinter den Haustüren, sich seiner Unreinlichkeit zu entledigen, und werden Eltern erinnert, ihre Kinder vor solchen ekelhaften Unsauberkeiten ernstlich abzuhalten, widrigenfalls sie selbst dafür
zur Strafe gezogen werden. Ein knappes halbes Jahrhundert später war man in Berlin soweit. Die ersten beiden Pissoirs der Stadt wurden errichtet. Es war auch durchaus an der Zeit. Wegen der veränderten Lebensumstände spielte sich das Leben viel mehr in der Öffentlichkeit ab als zuvor. Seit spätestens Ende des 16. Jahrhunderts bedeutete Reichtum nicht mehr nur Besitz. Wirtschaftliche Stärke manifestierte sich vor allem in Warenhandel und Finanzverkehr. Es galt sich zu bewegen, mental wie physisch. Und wie der kleine Bauer täglich zum Markt fuhr oder der große Entscheidungsträger sich in den Clubs zum Diskutieren traf, man war unterwegs von früh bis spät. Was sollte man tun, wenn man mal musste? Wer reich war, konnte sich eine Kutsche anhalten, sich einmal ums Karree fahren lassen und danach erleichtert weggehen. Alles schon vorgekommen. 1781 schrieb der Franzose Louis-Sébastien Mercier: Man hat öffentliche Bedürfnisanstalten errichtet, in denen jedes Individuum seine Notdurft für 2 Pfennige verrichten kann. Aber findet man Zeit, den Unternehmer aufzusuchen, wenn man sich im Faubourg Saint-Germain befindet und die Gedärme von Schwäche befallen fühlt? Die Orte, die die Aufschrift tragen: Es ist bei Körperstrafe verboten, hier seine Bedürfnisse zu verrichten, sind gerade die, in denen sich die meistbeschäftigten Leute zusammenfinden. Es bedarf nur eines Beispiels, um 30 Nachahmer zu finden. Wo die öffentlichen Toiletten fehlten, half ein sogenannter Abtrittanbieter. Ein mobiler Toilettendienst, der von Männern und Frauen angeboten wurde. Die Abtrittanbieter hielten sich vor allem auf Märkten und Handelsschauen auf, wie die Messe in Frankfurt, und luden mit lauter Stimme dazu ein, sich auf einem ihrer Eimer niederzulassen. Wer sich erleichtern wollte, wurde mit einem langen Ledermantel umwickelt, aus dem nur noch der Kopf schaute, und konnte so in der Öffentlichkeit das tun, was heute privat verrichtet wird. Der Thüringer Johann Christoph Sachse berichtet in seinen Erinnerungen, wie er in Hamburg von einer Frau angesprochen wurde: Will gi wat machen? Und als er sehen wollte, was er da machen solle, ehe ich mich's versah, schlug sie ihren Mantel um mich, unter welchem sie einen Eimer verborgen hatte, dessen Duft mir seine Anwendung verriet. Er ergriff die Flucht, die Umstehenden lachten. Auch in Edinburgh soll es dieses Dienstleistungsangebot gegeben haben, dort mit dem Spruch: Who wants me for a Bobby? Bobby war die Bezeichnung für die gängige Münzwährung. In Wien dagegen gab es K&K privilegierte Retiraden, also kaiserlich begünstigte Rückzugsorte. Gemeint waren damit kleine, hölzerne, fassähnliche Gefäße auf Marktplätzen aufgestellt, die von tüchtigen Frauen betrieben wurden. Hier waren die Abtrittanbieterinnen bis Mitte des 19. Jahrhunderts groß im Geschäft. Offensichtlich störte es niemanden, dabei beobachtet zu werden, solange die privaten Körperteile verdeckt waren. Bei den öffentlichen Pissoirs in Paris, den Vestibülen, konnte man noch lange Zeit sehen, wer sich darin aufhielt. Lediglich die Körpermitte wurde verdeckt. Ja, und da sieht man irrsinnig gut, dass das 2 Frauen geschrieben haben, weil bei den Pissoirs ist ja das heute auch noch so. Da ist ja nur die Körpermitte verdeckt. Also offensichtlich sind sie nicht oft auf so Männer-Pissoirs gegangen zur Recherche, aber das spielt ja keine Rolle. Die ersten öffentlichen Toiletten Deutschlands
waren aus Gusseisen konstruiert. Somit konnten sie leicht an wechselnden Orten aufgebaut werden, falls sich die Anwohner, was oft vorkam, über sie beschwerten. 1876 standen 56 solcher Konstruktionen in Berlin und es wurden immer mehr. Das Café Achteck, das Café Wellblech, der Mardei-Tempel oder der Pinkelwinkel gehörten fortan zum europäischen Stadtbild. Endlich wieder Sitten wie im alten Rom. Dort war man mal wieder schlauer gewesen und hatte das Gesundheitssystem durchschaut. Amice fugit de proverbium. Bene caca et iruma medicos. Übersetzt, Freund, du vergisst das Sprichwort Kacke gut und scheiß auf die Ärzte. So, Freunde, ich hoffe, es ist ein unterhaltsamer Start ins Jahr 2020 gewesen. Wir werden wahnsinnig viel erleben 2020. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und Prosit neue Jahr. Alles Gute, ciao, Baba.